Es wird Zeit, den Chaos hier zu beenden. In Frockern Encore! Wir haben nämlich, wie ihr sehen könnt, nicht mehr viele Level übrig, bis wir alle vergoldet haben. Und ich glaube, wir können jetzt hier und da auch ein paar Kisten öffnen. Obwohl, das habe ich ja letztes Mal gemacht. Ups. Na egal, machen wir weiter mit diesem Level hier. Hier fehlt mir zum Beispiel noch alle Münzen sammeln. Wahrscheinlich hat mich eine Münze gefehlt oder so. Ansonsten No Death Speedrun. Und ich würde sagen, wir machen erstmal den No Death Speedrun. Los geht's. Wenn ich jetzt noch das Level auswendig wüsste. Wenn ich jetzt noch wüsste, welches Level das wäre. Naja, wir werden es jetzt sofort herausfinden. Und ich werde dafür improvisieren, so wie die letzten Male. Hat ja actually manchmal auch so geklappt. Ich würde sagen, so 50% der Fälle funktioniert im improvisierten Game. Warte, der Pfeil hat die andere Richtung gezeigt, ne? Ja. Ich hab's jetzt erst gemerkt, der Pfeil zeigt nach links, aber da ist so eine Plattform, die einen nach rechts boostet. Dachte ich mir, okay, ich renne erstmal nach rechts. Ich weiß auch nicht, warum ich das gedacht habe. Ich habe auch keine Ahnung, Freunde. Keine Ahnung, hier Damage booste ich einfach. Passt schon. Oh Gott, hier kann ich Damage boosten. Oh nein, das frisst so viel Zeit. Boing, 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 boing. Geht das wirklich nicht schneller? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Boah. Zumindest hat das gut funktioniert. Nein! Oh, komm schon. Nein. Hä? Hä, ich spiel schon. Hä? Wie ist das? Come on! So viel zum Improvisieren. Oh Mann. Das kann ja was werden hier. Aber zumindest weiß ich jetzt den Weg. Mehr oder weniger komplett auswendig. Lass uns mal sehen, ob ich es überhaupt hier rüber schaffe. Okay, sehr gut. Nein, stopp. Schalter. Jetzt kann ich rüber. Okay. Alter. Ist das jetzt dein Ernst? Bin ich jetzt tot deswegen? Ja. Hä? Hör, was zum. Was? Hä? Oh Gott. Ich mach das Spiel kaputt. Okay. Nein! Warum? Warum wollte ich das Spiel nochmal durchspielen heute? Warum wollte ich das nochmal? Hallo? Boah, gut, dass ich den blauen Schalter doch nochmal aktiviert habe, obwohl er eigentlich unnötig ist. So, alles wegmachen. Damit sie hier keine Fehler macht. Oh mein Gott, ey. Wie zur Hölle kann das nur so schwer sein? Das ist ja eigentlich gar nicht schwer. Und trotzdem fällt ich hier überall. Oh Mann. Okay. Wo ging's lang? Vermutlich dort, oder? Wirkt schon mal nicht falsch. Aber auch noch nicht ganz richtig. Unten ging es, glaube ich, weiter. Habe ich recht? Jein. Oh Gott. Da geht's weiter bestimmt. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, eins davon mitnehmen. Und dann da drüben den Schalter aktivieren. Ja. Schon mal nicht verkehrt. Das kann jetzt sein, dass ich alleine, weil ich hier so lange gewartet habe, jetzt meinen Run kaputt habe. Ja, jetzt habe ich schon über. Jetzt habe ich 1 Minute und 31 Sekunden statt 1 Minute 30. Ich meine, No Death habe ich geschafft. Oh, okay, es hält noch ein Speedrun. Ich habe so lange gebraucht am Ende, das hätte man doch so viel besser machen können. Ey, ich hab's. Und jetzt. Ja, jetzt suche ich ausgenommen alle Münzen. Ich habe wahrscheinlich wieder eine verpasst, die irgendwo in der Vase drin war oder so. Keine Ahnung. Joa. Yo, ich habe alle Münzen. Puh, das war knapp. Ich glaube, ich weiß sogar, welche ich verpasst habe. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ganz am Anfang bei dem ersten Emerald auf der anderen Seite eine Vase verpasst habe. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher.
Ich glaube, man sieht sogar ein Video besser, als wenn ich es jetzt hier versuchen würde zu erklären. Deshalb ist auch egal. Machen wir mit dem Level weiter. Hier ist exakt das gleiche wie gerade. Ja. Los geht's. Speedrun. Kein Tod. Das ist, glaube ich, das letzte Level vor dem Boss, ne? Also, es gibt da vier Welten. Das wäre 3. Letzte Level vor dem Boss. Yep, das ist es. An das Level kann ich mich noch erinnern. Warum sammle ich alles ein? Das muss ich ja später machen. Ich bin dumm. Ich bin ein Idiot. Hey. Hey. Boing. 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 Wo ging's denn lang? Also hier ist auf jeden Fall richtig. Nach da. Mhm. Mhm. Bestimmt hier lang. Ja. Dachte ich mir schon. Ja, hier ist nicht richtig. Aber ich kann die abkürzen. Oh. Das hat wirklich sogar funktioniert, die Abkürzung. Hey, 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 hau ab. Ich sag, hau ab. Schlägt da mir noch eine rein. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hält. Okay. Gute Abkürzung. Und das war's mit dem No-Death-Run. Na komm, starte mal neu. Ja. Actually läuft das sogar zeitlich ein bisschen besser. Hier einfach skippen, mich an den ziehen. Und dann spammen. Sehr gut, sehr gut. Oh ja, doch, das läuft jetzt tatsächlich viel besser. Ich habe jetzt, was habe ich? Ja, okay, nicht ganz, aber 5 bis 10 Sekunden irgendwie habe ich geskippt. Da habe ich gesaved, habe ich gesagt. Also, not bad. Sag mir bitte, hier ist richtig. Es müsste richtig sein. Bam. Mit Damage boosten uns hier durch. Ist uns egal. Und hier ist das Ziel. Oh, doch eigentlich ein ziemlich kurzes Level. Gibt's halt nur sehr viel Stuff zu sammeln, ne? Yeah, unter einer Minute. Ohne ein Sweat zu legen. Ich denke hier meine Finger. Falls es nicht hat, naja, egal. Yeah! Der Hut sagt Gryffindor. Oder Hufflepuff, ich weiß nicht. Egal, macht ja auch keinen Unterschied. Ja, ich muss noch. Oh, ich muss noch die Münzen sammeln. Habe ich vergessen. Schade. Okay, dann sammle ich die eben. Juhu. Oh, hier könnte ich eine verpasst haben. Weil schaut mal, die sind hier so richtig schwer zu sehen hier unten. Ich weiß nicht. Ich würde dann die Möglichkeit geben. Ernsthaft? Wieder am Ende des Levels für wieder eine Münze. Okay, warte, dann gehe ich nochmal den kompletten Weg zurück. Gehe nochmal jeden einzelnen Zentimeter ab, aber. Okay, dann hätte ich bei meinem ersten Playthrough doch eigentlich alles gesammelt. Es fehlt nur irgendwo eine blöde Münze und ich komme nicht mehr raus, ne? Sei denn... Ich dachte, ich kann da vielleicht so rüberrutschen mit den Dächern, aber das hat jetzt nicht geklappt. Okay, wo soll denn eine Münze fehlen? Da hinten ist so ein Emerald, das ist nicht wichtig, das brauchen wir nicht. Aber wo könnte denn... Da unten war nur die Notiz. Aber kann ich von hier aus ein bisschen Aussicht bekommen? Vielleicht nicht irgendwas glitzern? Oder ich sterbe einfach wieder, das ist auch eine Möglichkeit. Ich guck nochmal, ob hier in dem Secret Level irgendwas versteckt war, irgendwo eine Münze aus irgendeinem Grund, aber eigentlich sind hier nie Münzen, deshalb gehe ich die auch nie nochmal ab. Und hier ist höchstwahrscheinlich auch wieder keine. Das würde auch keinen Sinn machen. Warum sollte hier eine Münze sein? Wisst ihr, was ich meine? Nee, hier ist nichts. Alter, oh mein Gott, das kannst du dir nicht ausdenken. Bam, da habe ich sie. Das kann man sich nicht ausdenken. Wie? Ja, okay, die Plattform ist gelb und die Münze ist gelb und man kann die kaum unterscheiden und alles, aber... Come on, also... Ich weiß gerade wirklich nicht, ob ich sauer auf mich selbst sein soll oder sauer auf das Spiel. Ich bin gerade irgendwie sauer auf uns beide. Ja, wisst ihr? Das war einfach... Das war einer dieser Momente des Spiels, wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß nicht, was ich meine, vielleicht wisst ihr es, ja, aber jedenfalls, das war ein Moment. Ich hoffe, der wird nicht nochmal passieren. Diesmal gehen wir mal die rechte Route, yeah. Na gut, komm, sag mal positiv, wir haben es jetzt. Ich frage mich, ob ich genau den gleichen Fehler letztes Mal auch gemacht habe, das weiß ich jetzt nicht.
Wäre aber lustig, wenn ja. Ich glaub's aber irgendwie nicht. Na gut, ich glaube aber, dass wir dafür den Yushi-Bosskampf ganz einfach im No-Death-Speedrun meistern werden. Denn mehr fehlt hier zum Glück nicht. Ich glaube, ich habe generell bei den Boss-Leveln so gut wie alles gesammelt. Damit ich die später nicht mehr machen muss. Und ich meine, das Level ist ja auch nicht lange. Ich muss aber wirklich sagen, ich mache lieber die Speedruns tatsächlich. Weil der halt insgesamt... Aua, das war nicht gut. Weil sie insgesamt kürzer sind, wollte ich sagen. Und dann passiert mir sowas. Oh, ja, verstehe. Habe ich sie wieder verbuggt, weil ich genau dann resettet habe, als ich gestorben bin? Ja. Das verbuggt das Spiel komplett. Ja, warum auch immer. Aber gut, für sowas erneut. Ja, und sich zu Gegnern... Oh Gott. Achso, das war wegen dem Dach. Sich zu Gegnern hinzuschubsen. Nicht zu schubsen, zu... Hallo. Zu katapultieren ist auch keine schlechte Taktik. Ja, ich weiß, das steht nach unten gehen, aber es geht eigentlich hier weiter. Also skippe ich hier schnell durch. Boing, boing, seht ihr? Passt, Boss-Level. In unter einer halben Minute. Oder eine halbe Minute, los geht's mit dem Boss. Mechcaster. Das war der. Ah. Das war der Kollege. Ich habe seine Folge gerade erst hochgeladen. Was macht der? Er macht seine coolen Posen, Mann. Ja, solange der immer wieder die gleichen Attacken macht, ist alles okay für mich. Das ist alles okay. Hey. Ach, oh mein Gott, jetzt fällt es mir gerade auf. Es kann sein, dass man diese weißen Kristalle auf seinem Emblem, vielleicht dann bekommt, wenn man ein Level ohne Hit geschafft hat. Also so perfekt so gesehen. Das kann sein. Das fällt mir gerade erst auf, dass das so sein kann. Bam. Bam. Kannst du mal weitermachen? Gerne, gerne macht's so weiter, ja? Hey! Das war nicht nett, Mann! Hey! Bam. Was macht denn jetzt? Ah, wieder das. Und wumm. Dieses im Kreis drehen ist schon ein bisschen böse. Weil das so aus dem Nichts und schnell kommt. Ah, ey! Wie hat es dich getroffen? War doch knapp dran vorbei. Aber jetzt, aber jetzt! Oh, komm, reicht das? 1,45? Komm, das muss reichen. Unter 2 Minuten, also come on. Also come on, ja. Hä? Nee, warte mal. Jetzt habe ich die weißen Kristalle schon wieder bekommen, zum zweiten Mal jetzt. Dabei habe ich mehrere Hits getankt. Nee, dann hat das gar nichts damit zu tun. Hm. Nee, dann komisch. Dann keine Ahnung. Vielleicht, weil ich super schnell war? Wisst ihr was? Ihr könnt es mir in den Kommentaren sagen. Ich hoffe so sehr, ich muss nicht alle von den Dingern sammeln, weil das werde ich nicht. Das kann ich euch sagen, das werde ich nicht. Okay, 1, 2, 3... ja, nach links bitte. 4, 5 und 6 Level fehlen noch. Machen wir also direkt weiter. Ich will nämlich heute alles beenden. Foggy Meadows, Speedrun, No Death, let's go. So der Hase nämlich, ja. Nicht anders hoppelt der. Nee, nee. Oder Frosch. Nicht anders hoppelt der Frosch. Ribbit, ribbit. Oh. Kann ich mich nicht hier rüber tricksen? Ich wollte gerade sagen. Ja, das kann ich. Und das hätte ich ein bisschen smoother machen können. Und hier kann ich auch rüber tricksen. Wow. Direkt der erste Checkpoint in Rekordzeit. Warte. Das habe ich ja auch schon im... Nein, knapp. Aber die Abkürzung dort vorne habe ich schon im Let's Play genommen. Oh. Restarten. Also, Start. Nach unten drücken, dann A. Hey, was zum... Alter. Junge, Jumpscare, was war das denn? Nee, nochmal starten. Hilfe. Okay. Jetzt aber richtig. Jetzt aber richtig. Okay. Boing. Ja, hier kann man sich auch irgendwie rüber schießen, aber ich habe Angst, dass ich stattdessen immer die Gegner nimmt, statt sich hinzuschießen. Deshalb wage ich mich das meistens auch gar nicht. Okay, aber hier die Abkürzung wollte ich euch zeigen. Die haben wir letztes Mal auch genommen. Und das meine ich. Ja, das ist das Problöde. Dass er stattdessen den Gegner nimmt. Ja, jetzt hat die Abkürzung nicht geschafft. Ja, geklappt, meine ich. Ja. Und wieder der Glitch, oder? Ja. Oh, schnell! Was? Verdammt!
Na, Controller, bitte. Na komm, schnell! Okay. Boing. Hab zwar nicht die Abkürzung genommen, die ich wollte, aber besser als nichts auf jeden Fall. Und schau mal, wir haben 10 Leben. Wir können uns so viele Gegentreffer leisten. Das ist sehr chillig. Absolut chillig. Wie als würde ich im God-Mode spielen, das ist gerade. Oh ja, ich kann mich an dieses Level auf jeden Fall noch erinnern. Kann man so sagen, hä? Schalter? Muss ich den Schalter aktivieren, um weiterzukommen? Ah ja, muss ich. Okay. Okay. Hat noch gereicht. Nein, nicht da lang. Hier lang. Ne? Richtig? Oh, das ist Ziel, das ist Ziel! Habt ihr die Zeit gesehen oben links? Eine Minute, oder? Oder? Boah, fast eine Minute. Ich hab's ganz knapp noch geschafft. Unter eine Minute. Let's go! Wuhu! 95%. Die letzten 5% kriegen wir in den letzten 5 Level, wie es scheint. Okay, machen wir weiter mit Old Stone Stronghold. Machen erstmal den Nordic Speedrun, danach muss ich die Münzen wieder sammeln. Yippie! Aber ich bin mir ehrlich ganz sicher, ich habe die letzten paar Level alle Münzen gesammelt. Das weiß ich noch. Ist halt die Frage, ab wann zählt das für mich die letzten Level, ne? Egal, werden wir schon sehen, werden wir schon sehen. Hauen wir erstmal ab. Boing. Boing. Okay, dann halt nicht da, boing. Aber hier. Nein! Hey! Sabotieren mich! Was fällt denn ein? Da lang, okay. Mist. So, das ist der Run, Freunde. Das ist der Run. Boing. Boing. Ja, schade. Und den Speed verloren. Ob das doch der Run ist, weiß ich nicht. Also so schlecht läuft es jetzt gerade nicht. Aber es könnte so viel besser laufen. Aber gut. Ja, man kann da drüber jumpen mit einem Double Jump, ohne getroffen zu werden. Aber das ist ja gerade lange nicht die Priorität. Von daher egal. Komm, rüber. Falsche Richtung, Mädel. Egal, mach's einfach so. Was soll's. Bam, 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 bam. Bitte sag mir, hier ist richtig. Nein, ist es nicht. Also doch, wahrscheinlich schon. Ich muss wahrscheinlich den Schalter aktivieren. Oder ist das... Ach, das ist auch jetzt optional, oder? Ja, da ist halt... Naja, ist nicht optional. Hm, besser, besser. Das läuft schon mal besser. Hier geht es aber schnurstracks durch. Ohne Pausen, let's go. Klappt. Perfekt. Ja, Damage boosten ist okay, es ist fein, es ist komplett fein. Nein, du Dumme! Ich hab schon wieder außerdem den Glitch aktiviert, hä? Alter, ist immer so gruselig. Alter! Boom. Okay, schon mal ganz gut. Bam, 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 bam. Okay, also ich muss den Schalter aktivieren. Das habe ich noch nie gesehen, das geht. Lol. Das ist ja mal interessant. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Nein, warum? Okay, also ich brauch den, um ihn dahin zu schießen. Ich weiß aber nicht. Jetzt habe ich es. So.
Und das muss ich, soweit ich weiß, machen, weil sonst komme ich da nicht rüber. Okay, der Double Jump reicht. Sehr gut. Oh, endlich mal. Geht's weiter. Junge. So. Das aktivieren, ne? Ja. Feuer, Boom. Bin ich fertig? Na, ja, hier vorne war es. Hier, ich erinnere mich. Okay, los geht's. Unter 1,5 Minuten. Also wenn das nicht reicht. Wenn das jetzt nicht... Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Oh, es ist vorüber. Ja, yeah, brauche auch ein bisschen updancen. Meinetwegen. Okay, dann suche ich nochmal die Münzen. Ich habe voll vergessen, dass ich diesen Anzeige habe, wenn ich stehen bleibe, der die Münzen zeigt. Hä, der sagt mir unten links wäre eine Münze? Irgendwo dahinter? Und da habe ich aber. Von da kam ich gerade. Oh Gott, bitte lass mich das nicht bereuen, dass ich jetzt nicht zurückgehe. Bitte nicht. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Seht ihr sie? Seht ihr die Vase? Seht ihr sie? Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Warte mal, das ist jetzt kaputt gegangen. Und da ist auch wieder was. Was zum. Okay, da war eine Münze drin, die war wichtig. Wie ist die kaputt gegangen? Wie zum. Ich hab keine Ahnung. Gott sei Dank ist mir diese Vase im Hintergrund aufgefallen, weil sonst hätte ich jetzt wieder nicht alle Münzen. Aber jetzt habe ich alle Münzen. 5, 6, fertig. Und das war's. Das war's. Der Krampf ist vorbei. Nee, okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich glaube, da hat mich der Speedrun. Okay, Schweinespiel. Ich glaube, da hat mich der Speedrun ein bisschen mehr gereizt. Aber gut. Nochmal extra das gleiche in Slippery Ruins. Und ich glaube, die letzten Level muss ich ja nur noch Speedrun. Also natürlich No Death. Und das sollte ein bisschen chilliger sein. Hoffe ich, zumindest. Okay. Wo ging's hier lang? Okay, darüber muss ich auf jeden Fall, aber. Wie komme ich da bitte hin? Muss ich wirklich den. Okay, ich muss, glaube ich, wirklich unbedingt den roten Schalter aktivieren dafür. Na gut, der ist ja direkt hier unten. Hier, der hier. Zack. Aktiviert. So. Genau. Okay. Warum auch immer das muss. So. Achso. Okay, ich glaube, hier ging es lang, ne? Das sollte. Okay. Sollte richtig sein. Ja, es ist auch richtig. Okay. Oben oder rechts? Ich gehe mal rechts lang. Ja, das scheint richtig zu sein. Boah, ist aber. Boah, ist aber ein knapper Jump, du. Not bad. Not bad, Spiel. Okay, ich cheat mich einfach hoch. Passt. Es funktioniert also, warum nicht? Alright. Hier runter. Braucht dafür die anderen Plattformen nicht. Als ob! Als ob! Als ob! Ach komm schon! Am Ende braucht. Ich hab's von da gemacht. Oh, ärgerlich. So viele Sekunden verschwendet gerade. Bitte sagt mir, Spiel, bitte sagt mir, ich brauche den nicht unbedingt die Sekunden, die ich gerade verschwendet habe. Das wäre nämlich jetzt sehr ärgerlich. Okay, ich glaube, es geht jetzt nach rechts lang. Ja, genau hier. Okay. Wie bist du runtergefallen, Mädel? Ich werde zu alt hierfür. Aha. Naja, ist ja jetzt eigentlich nicht wichtig. Wichtig ist, dass. Ich dachte gerade, das Ding kickt mich hier runter in den Abgrund und bin für immer tot. Muss alles neu machen. Mein ganzes Leben, neu leben. Alles neu. Ja, was soll ich denn machen? Was zum. Hä? War da ein gelber Schalter? Bin ich gerade blind? Das sieht halt nicht so gut aus.
Ah. Oh. Okay, wisst ihr was? Ich mach den No-Death einfach gleich. Ja. Ja, ich mach einfach gleich. Ich bin nämlich gerade viel zu... Das bin ich. Zu viel das. Das ist das Problem. Ja. Solange ich den Speedrun jetzt zumindest abgeschlossen bekomme, ist das okay für mich. So. Es geht doch hier weiter, oder? Gelber Schalter ist wahrscheinlich ein Muss. Ja, oder halt auch nicht. Toll. Doch, ist ein Muss. Man muss den gelben Schalter... Ja, hier kommst du sonst nicht durch. Das kannst du ja gerne mal probieren, du. Und das ist das Ziel. Und da ist das Ziel. Und da ist das Ziel. Und unter 2 Minuten kann man sagen, aber unter 100... 100? Unter 51 nicht. Nein, es hat nicht gereicht. Ich habe gar nichts erreicht. Oh, really? Ich habe so lange gebraucht. Okay. Dieses Level ist gleich der Grund, warum ich aufgebe. Und mit aufgeben meine ich, durch alle Folgen. Das Let's Play ist einfach gecancelt. Danach. Ja. Mhm. Toll. Oh mein Gott. Was zur Hölle, ey. Komm schon, Spiel, das kannst du mir nicht antun. Also doch kannst du, aber sollst du bitte nicht. Okay. Okay, Spiel. Oh meine, ach du grüne Neune. Sag ich dazu. Mehr sage ich nicht. Ohne meinen Anwalt sage ich dazu sonst nichts. Nein. Weh, ich verliere dadurch jetzt mein Speedrun. Was fehlt ein, es reicht ein simpler Sprung. Oh mein Gott. Ja, ich habe jetzt nicht restartet. Ich wollte nämlich jetzt ein bisschen üben eigentlich. Aber eigentlich gibt's ja auch nichts zu üben. Alter, um wie viel ich mich verbessert habe. Unter 1,30. Vorher war ich bei über 1,50. Wie war ich so schlecht vorhin? Ja, kein Wunder, dass... das reicht sogar für die Kristalle, obwohl ich nicht mal den goldenen Ring habe mit Münzen. Ja. Der Snow Death verbinde ich jetzt mit allen Münzen sammeln. Wünsche mir Glück, dass ich das schaffe. Ja, oh mein Gott, man hat hier viel mehr Münzen übrig am Ende, oder? Auch nicht, keine Ahnung. Ja. Oh mein Gott, ich merke das erst jetzt. Man kann übelst cheaten, indem man einfach hier hochspringt. Da seid ihr schon hier an der Stelle. Alter, damit sparst du, glaube ich. Oh mein Gott, damit könnte man auf jeden Fall Kristalle bekommen. Wenn das irgendwie bedeutet, also falls die Kristalle bedeuten, super schnell geschafft. So will man auf jeden Fall die Kristalle bekommen. Das ist ja richtig crazy. Dass ich das gerade rausgefunden habe. Oha. Und bin ich tot? Oh mein Gott, ich bin noch nicht tot. Oh mein Gott, ich dachte gerade, ich müsste hier alles neu starten. Noch nicht. Noch nicht. Oh mein Gott, es hat ganz knapp gereicht.
Ich war so 10 weniger, als ich brauchte. Ich dachte mir so, oh, hier ist nur noch eine einzige Vase. Da werden niemals 10 Münzen drin sein. Da waren 10 Münzen drin. Und wie habe ich das No-Death geschafft? Also eigentlich habe ich es nicht No-Death geschafft. Eigentlich bin ich am Anfang des Levels sehr oft gestorben. Aber bevor du einen Checkpoint berührst, kannst du auch sterben, wie du willst, weil wird da sonst immer auch alles gespeichert. Bisschen kompliziert, aber nehme ich an, das letzte normale Level auf No-Death Speedrun. Ich glaube, das hier war noch in Ordnung, habe ich so in Erinnerung, falls das ist, woran ich gerade denke. Oder wir hatten das schon. Ne, das war das. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Ich weiß, hier hatte ich ganz viel gestruggelt am Anfang. Aber... so schwer ist es nicht. Und wie gesagt, sobald ihr... Falls ihr noch keinen Checkpoint am Anfang berührt habt, könnt ihr einfach immer wieder neu starten. Weil ihr seht ja auch unten in der Ecke. Die Leben zählen erst, sobald ihr einen Checkpoint habt. Warum auch immer. Aber nehme ich dank an. Schubst dich doch in die andere Richtung. Boing. Okay, läuft ja alles sehr, sehr smooth noch. Ja, nee, doch nicht mehr. Ich glaube, da darf ich nicht den Double Jump hin machen. Also sonst kann ich nicht nochmal springen. Ich glaube, das ist das Problem. Und habt ihr gesehen, was der Gegner unten gemacht hat? Warte, warum renne ich da gerade noch von vorne? Warum ist das nicht das Level? Ich habe sowieso nicht mehr mit der Zeit. Also, vielleicht schaffe ich es, aber das will ich nicht riskieren. Oh, 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 das war richtig gut. Yo. Oha, das war actually richtig gut. Und dafür brauche ich den Double Jump. Perfekt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich muss da lang, ne? Ja, Schalter. Dann wieder zurück. Boing. Wohin? Hier hin. Richtig. Boing. Was? Es ist okay mit der Zeit. Ich würde sagen, es ist okay. Könnte sowas von besser sein. Aber ich würde sagen, das ist noch akzeptabel. Vor allem wäre das jetzt akzeptabel, wenn ich hier jetzt nicht abrutschen würde. Spiel. Danke. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Boing. Ah, das Level war's. Ja, ja. Das ist wirklich nicht so schwer. Ich habe mich richtig angestellt, weil ich alles sammeln wollte. Alle Münzen und alles. Hat sich auch gelohnt. Das musste ich mich nicht mehr machen, aber... Oh mein Gott. Danke, Mann. Oh mein Gott, der hat mir voll geholfen. Ich habe gar nicht mal dran gedacht, das machen. Danke, Mann. Der muss aber weg. Oder kommt immer wieder neu. Okay, dann ist egal. Er muss weg. Boing. Boing. Hier ist das Ziel, ne? Ja. Oh mein Gott. 7, 8, 9. Nein. Bitte sag mir nicht, ich brauche 1,30, weil ich habe 1,32. No. Oh, Gott sei Dank. Oh, es war sogar mit Kristallen. Oh mein Gott. Okay, Spiel. Habe ich so eine krasse Abkürzung genommen? Okay. Crazy. Ja, jetzt noch... Hä? Okay, dann haben wir No-Death... Jetzt noch Final Boss, nur im Speedrun. Und danach noch einmal das Bonus-Level suchen. Was haben wir hier? Oh Gott. Okay, hier auch Bonus-Level, aber Speedrun No-Death. Okay, dann fange ich einfach mal mit dem Speedrun. Wir machen das hier heute durch. Machen heute 100% durch. Letzte Folge, ja. Yeah. So sieht's nämlich aus. Mickey Mouse. Boy. Wo ging's hier nochmal lang? Also dafür habe ich auch ein bisschen gespeedrunnt, weil ich ja immer wieder am Anfang neu starten musste. Sehr gut. Einfach ignorieren. Ja, nee, ich habe das letzte Level mit diesem Level hier verwechselt. Das Level hier, das hier ist richtig schlimm. Tatsächlich. Also das Level hier ist so viel schlimmer als das, was wir gerade hatten. Also ich könnte, man kann so sagen, das letzte Level ist mein Hass-Level hier. Also, gut, es gibt dann auch noch ein letztes Level. Das Bonus-Level. Aber nein, selbst das Bonus-Level war besser. Das hier. Das hier habe ich nicht gemocht. Aber es ist ja eigentlich egal, wie ich es fand. Ich muss ja dennoch durch. Also los, schnell! Oh Gott, ich hoffe, ich habe den Bosskampf.
schnell durch. Ansonsten, No Death habe ich ja schon durch. Das ist jetzt zumindest schon mal ein Vorteil. Oh mein Gott, ich habe den... Ich habe einen Fehler gemacht, aber es hat noch... Es hat für mich noch geklappt am Ende. Gott sei Dank. Hey, geh weg! Idiot, Mann. So ein absoluter Vollidiot. Haut ab! Okay. Bisschen über eine Minute. Final Boss. Cybelzebus. Oder Cyberzebus. Ja, was auch immer. 10 Leben. Ja, ja, schieß deine Raketen Ubasa raus. Schon mal 2 Treffer. Es waren noch 2 Treffer, right? Right? Ich glaub schon. Bin mir grad nicht so sicher. Doch, es waren glaube ich 2 Treffer, nur das Problem ist nur, tankt halt super viel. Laser? Ja, Laser. Oh, mit den Steinen. Ich mag die Attacke. Kann man super kontern gegen sie. Oder ihn, oder sie. Keine Ahnung. Mehr Steine sind er nicht, schade. Komm, mach mal den Laser. Nicht das, das mag ich nicht. Das ist okay, aber damit kann ich dir keinen Schaden machen. Schon. Was jetzt? Was jetzt? Haben wir die Raketen? Oh, noch mehr Raketen. Gefällt, gefällt. Boom. 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 Und boom. Oh Gott. Okay. Das war's worth it, das war's worth it. Hälfte Leben für nicht mal meine Hälfte Leben. Absolut worth it. Auf jeden Fall. Boom. Boom. Nein, der eine hat mich getroffen. Oh oh. Oh oh. Sieht gar nicht mehr gut aus, ehrlich gesagt. Boom. Okay, 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 okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das war easy. Das sieht nur so krass aus, aber. Es geht voll. Einfach Konzentration, weiter hinten bleiben. Dann schaffen wir es auch. Sehr gut, die Raketen. Als ob die Raketen. Als ob. Ernsthaft, die Rakete habe ich getroffen. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Weil ich liege eigentlich noch in der Zeit, würde ich behaupten. Das ist ein langer Kampf, also, ne? Boom. Wo ist die Rakete? Wo ist die Rakete hin? Ja, toll, Rakete war weg. Cool. Ganz toll. Als ob ich... als ob! Ich stand doch schon an der Wand. Ach Junge, das ist lächerlich. Okay, Laser, Laser, da kann ich schön viel Damage machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hör auf, hör auf, hör auf. Boom, boom. Ja, unter 4 Minuten wird es nichts. Es wird über 5 Minuten. Safe. Mhm. Wo noch? Wo noch? Nochmal. Ja. Hab's verstanden, hab's verstanden. Jetzt haben wir der Feuerball. Was war das? Oh, Laser, Laser. Sehr gut. Sehr gut. Oh, 5 Treffer. Nein, wegen der einen Rakete, oder? Das ist wegen der einen Rakete, sagst du nicht. Das ist nicht so wert, ist doch so. Ja, nein. Ein Leben noch. Beide noch ein Leben, also ungefähr. Ich glaube, sie hat noch ein Leben. Was jetzt? Achso, der Müll. Ja. Komm schon. Bam. Ja, toll. Bitte sag mir, das reicht. Unter 5 Minuten, bitte. Ist das in Ordnung? Spiel sagt, das ist nicht in Ordnung. Ja, nein, stopp. Ich will das nicht sehen. Stopp, vorspulen, vorspulen, vorspulen. Oh Mann. Ernsthaft? Ernsthaft?
Ah. Ich bin... um die 3 Sekunden, 4 Sekunden schlechter. Sollte aber bei dem Boss keinen Unterschied machen. Denke ich, hoffentlich. Okay, ich darf keinen einzigen Treffer daneben machen. Jeder einzelne Treffer muss reingedonnert werden, sonst muss ich restarten. Ja. Reset to Checkpoint. Ja, okay, dadurch verliere ich aber dann nochmal so 2-3 Sekunden, ne? Das ist ärgerlich. Deshalb vielleicht so, also 7 Sekunden schlechter als vorher. Aber okay, das machen wir wieder wett dadurch, dass wir jeden einzelnen Treffer treffen. Bestimmt, ganz sicher. Maybe, hoffentlich. Hoffentlich. Komm schon, please game, please game. Habe auch das Gefühl, dass die Steine mehr Damage machen. Vielleicht irre ich mich auch, aber es wirkt auch nicht so. Nein! Nein! Wie hat es nicht getroffen? 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 12? 13? 14? 15? Okay. 15 Hits die Hälfte, das heißt, er hat insgesamt 30 Leben, glaube ich. Müsste. Okay, schön, schön, schön. 16, 17? Immer mit, schön mitzählen. 17 Damage. Ist ja. Ja, reingedonnert. Okay, hinten bleiben, macht ihre Schockwellen, Kraftwellen, Druckwellen. Wellig, Bruder. Komm. Ja, schön, 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 schön. Komm, bald euch, bald euch, bald euch, bald euch. 18, 19. Okay, 11 Treffer noch. Dann ist sie tot. Safe, safe, bestimmt. Ja, sehr gut, das macht sie zweimal, ne? Ne, jetzt macht das erstmal. Okay, 20. 21! Sehr gut, es hat getroffen, es hat getroffen. Okay, 21. Oh Gott. Oh boy. Boom. Ja, die Attacke ist doch viel, viel einfacher auszuweichen, als ich dachte. Habt ihr gesehen? Ja, Laser, Laser, sehr gut. Laser ist immer sehr gut. Okay, komm. Mach hin. 22, 32, 24, 25. Mehr ist er nicht. Nein! 25, ja, 5 Treffer, wie mache ich 5 Treffer? Habe ich einfach schlechtes Glück? Unglück? Oder läuft alles gut? Vielleicht läuft doch alles besser. Ich kann es nicht genau sagen. Wir hatten eine... Doch, es läuft besser, es läuft besser. Jetzt schon die Attacke. Doch, actually ist es besser. Boom, boom. Und boom. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Ich krieg noch eine Chance, ich krieg noch eine Chance, aber ich glaube, man muss unter 4 Minuten. Ich glaube, ich hab's falsch, weil ich unter 4 Minuten und ich hätte die eine nicht in den Abgrund werfen dürfen. Doch, es hätte. Oh, es ist sogar mit Kristall. Oh, ich küsse dich. Spiel, ich küsse dich. Ich gucke mir extra nochmal die Katzen dafür an. Oh, ist die schön. Oh, danke, Spiel. Oh, ach so, stimmt ja, mir fehlt ja hier noch. Nein, mir fehlt noch das Bonuslevel. Und dann muss ich nochmal den Boss machen. Okay. Spiel? Oh. Oh. Ach ja, so kommt man also an den Edelstein dran. Nein, Spaß. Das war ganz lustig. Ja. Cool. Cool. Okay, ich habe vielleicht etwas gefunden, ja. Ich bin ganz am Ende des Levels. Und wenn ich hier stehe, zoomt es raus und zeigt mir eine blaue Plattform. Heißt also, es gab vielleicht irgendwo einen blauen Schalter, an dem ich hätte... Oh, nevermind. Okay, ganz am Ende des Levels ist das Bonus-Level. Also kein Wunder, dass ich nicht gefunden habe. Danach bin ich direkt ins, in den Boss reingegangen, als ich gesehen habe. Oh, ich habe alle Münzen, yay. Aber ja, irgendwie macht das Sinn, dass ich das nicht gefunden habe. Okay, das ist gerade ein bisschen crazy, was hier abgeht. Was zum... Ah, ich muss nach oben. Da ist nämlich der Kristallschädel, oder wie auch immer der nochmal heißt. Wie bitte? Oh mein Gott, okay. Oh, knapp. Knapp, hat geklappt, sehr gut. Nice, schön. Freut mich. Wow! Beim Boss brauche ich nochmal ausgehen. Yippie! Ich hab's! Ding! Ein einziges Level fehlt noch und das ist unser Bonus-Level. Das geht kurz. Perfekt. Perfekt.
99%. Die letzte Prozent ist hier. No Death Speedrun und dann nochmal das Bonuslevel suchen, genau wie gerade. Das schaffen wir. Aber ich weiß noch, das hier war das längste Level im Spiel. Und deshalb werde ich das No Death mit dem Bonuslevel verbinden. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen, im Speedrun zu schaffen, aber ich werde hier nichts versprechen, weil das wird, glaube ich, extrem schwer.